Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Was haben wir gestern gemacht? Nicht viel, ne? Oh, das Rathaus ist fertig. Sehr gut. Hallo miteinander, hier spricht Tumnuk. Es ist Freitag, der 27. März 2020, 9.32 Uhr. Nun, ihr könnt euch sicher schon alle denken, was als nächstes kommt. Ganz recht, unsere heutige große Ankündigung. Wie in einer vorherigen Durchsage erwähnt, ist das Service Center jetzt fertiggestellt. Und das ist noch nicht alles für heute. Wir dürfen auch eine neue Mitarbeiterin begrüßen. Na, nur nicht so schüchtern. Melinda! Hallo! Hallo, ich bin Melinda. Wie Herr Nook schon gesagt hat, arbeite ich ab jetzt im Service Center. Ich habe noch viel zu lernen, aber ich werde mein Bestes für die Bewohner von Limmerland geben. Melinda hat schon Erfahrung auf diesem Gebiet, also wird sie sicher eine große Hilfe sein. Aber das war noch nicht alles. Wir haben nicht nur das Gebäude, sondern auch den Festplatz etwas umgestaltet. Normalerweise ist der Festplatz für Bewohner und vorbeikommende Händler gedacht, aber nun wird es dort zu bestimmten Anlässen besondere Feierlichkeiten geben. Das wird toll, ja, ja. So, und damit wären wir für heute am Ende angelangt. Eine Sache wäre da aber noch. Dies war meine letzte Durchsage. Was? Ab morgen wird Melinda euch mit Neuigkeiten versorgen. Ich werde mich bemühen, euch immer auf den Laufenden zu halten und hoffe, dass ihr gern einschaltet. Ja, ja, genau. Neues Gebäude, neue Mitarbeiter. Wir wachsen und gedeihen. Schaut einfach im Service Center vorbei, um zu erfahren, was es Neues gibt, hm? Natürlich werden wir noch eine kleine Einweihungsfeier für unser neues Service Center veranstalten. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. Das wäre dann auch alles, glaube ich. Bei Problemen werden Melinda und ich euch natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sehr schön. Sehr schön. Und ich muss heute einkaufen, Leute. Aber ich weiß noch nicht, um wie viel Uhr. Wie viel Uhr ist es am besten, in dieser Zeit einkaufen zu gehen? Ich habe keine Ahnung. No plan. Auf jeden Fall haben wir wieder Post. Aber erstmal gießen wir alles. So, weg mit der Gießkanne. Nook Inc. Zur Öffnung des neuen Service Centers gibt es neue Nook-Meilen-Prämien. Mitglieder von Nook-Meilen können jetzt außerdem fünffache Meilen verdienen. Geschenk in die Tasche. Da bin ich gespannt. Was haben wir? Ein Meilenticket. Oh, nett. Können wir dann nachher dann auch direkt machen. Zum Abschluss. Vielleicht kriegen wir noch irgendeinen schönen Bewohner. Oh, Akisa ist da. Die schnappe ich mir mal eben. Akisa, warte. Oh Gott, da komme ich gar nicht rüber. Ich muss da hinten hergehen. Akisa, ich komme, Schatz. Warte auf mich. Salam. Nenn mich Akisa. Boah. Ich bin bekannt bei allen, die die schönste Teppiche suchen. Ach, Azisa hieße. Azisa bringt sie aus der fernen Heimat, damit du deinen Grund und Boden damit verschönern kannst. Kleine Teppiche, große Teppiche und mittlere, alle habe ich. Nach dem Kauf siehst du sie und mehr noch, auch mysteriöse Böden und Tapeten gibt es bei Azisa Erwerb. Ich hätte eigentlich gerne eine mysteriöse Tapete. Mysteriöse Tapete kostet 3000 und nicht mehr. Ja, nehme ich. Nun wohl die Bezahlung. Ich danke. Hier, bitteschön. Sei erfreut auf den nächsten Treffen. Kann ich nicht mehr kaufen, ne? Seh dich wieder. Ach, blablabla, verkaufe ich dir, die überraschende Freude macht. Oh, dann ein mysteriöser Boden. Ja. Nun, dann erst die Bezahlung. Sonst, vorher geht das nämlich nicht. Hier, bitteschön. Irgendein Boden. Freue dich auf einen Anblick, der dein Herz... Und was ist das da oben da gewesen? Wir gucken mal eben. Einen Teppich bitte. Nun wohl, der Wunsch, du wünschst einen Teppichkauf. Wie groß soll er denn sein? In drei Größen. Kleine kosten 1000. Wir nehmen einen großen. Ah, meine Lieblingsgröße. Aber erste Bezahlung, ne? Vorher geht das ja nicht. Dankeschön.
Sehr nett von dir. Belohnt Aziza mit schön bisschen Böden und für den Teppich großer Größe, den du kaufst, schenkt Akiza dir 3 Coupons. Oh, nett? Kaufe erneut, Freund, seien dir gewiss. Was bringen die denn? Ich frag mal eben, was ich damit machen kann. Seh dich wieder, Freund, ne? Wenn du was kaufst, dann kauf. Nee, dann nicht. Ja, kein Sterni, 40 gelockt, okay. Ja, dann fühle ich halt verarscht. Ist in Ordnung. So, wir gießen jetzt aber hier mal eben zu Ende. Ihr Blumen. Ach, guck mal hier. Hier haben wir schon eine neue Farbe, glaube ich. Oder? Oder ist das weiß? Weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Sie könnte neu sein, sie könnte aber auch nicht neu sein. So, dann machen wir erstmal hier noch ein paar Blumen. Oh, ich habe eigentlich echt keine Lust, jeden Tag hier diese Blumen hier zu gießen. Ich glaube, ich sollte nur die gießen, die auch hier gezüchtet werden. Mann, 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 Mann. So, dann schauen wir uns mal hier die Sachen an, die wir von der lieben Aziza bekommen haben. Ich dachte immer, die hieß Akiza. 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 Ja, den Teppich Retro. Okay, auf dem Boden. Ja. Ja. Highway, okay. Sehr schön. Aber nee. Und bitter Schokoladenwand. Oh. Ullala. Lecker Schokolade, Leute. So, das kann aber in den Laden. Ins Lager. Lager. Und die komischen Coupons auch mal ins Lager. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen kann. Keine Ahnung, keine Ahnung. So, die haben wir hier gegossen. Dann gehen wir, glaube ich, erstmal zu Schleppi und Neppi. Bevor wir ins Rathaus gehen. Und hopp. Oh, hallo Nepp und Schlepp. Was, ihr könnt mich nicht sehen? Ja, ich bin doch jetzt da. Guck, ich bin da. Ich bin da. Oh, die Bücher sind cool. Ich glaube, die Bücher, die kaufe ich mir auf jeden Fall. Die sind cool. Die sind echt eine schöne Deko. Der Rest ist eher so, was soll ich damit? Ne, was soll ich mit der Zapfsäule? Ich meine, die würde perfekt zu meiner Straße da jetzt passen. Okay, den Stuhl. Wie viel kostet deine Schulstuhl? 980. So viel würde ich niemals für einen Stuhl ausgeben. Leute. Hier, bitteschön. Hier was verkaufen, Alter. Hier, ich habe was ganz Cooles anzubieten. Einen Schulstuhl, Retro-Säule und Buchstütze, die behalte ich. Hier, bitteschön. Ja, abgemacht. Ja, ich komme bald wieder. Tschüss. Vielen Dank, Dankeschön. So. Wir gehen noch eben hier rechts hin. Hier zu unseren gezüchteten Blumen. Oh, er war echt rot. Schade. Und eine gelbe. Oder waren da 4 gelbe? Ich weiß es gerade gar nicht. Könnte sein, dass hier 4 gelbe am Anfang an schon waren. Aber die rote ist da hinten neu. Schade, Schokolade. Ich dachte vielleicht, da kommt eine andere Farbe mal raus. Da haben wir aber leider Pech gehabt. Macht nichts. Ja, gießen wir euch doch hier. Und euch. So, Kokosnüsse kann ich nachher auch schon wieder holen. Aber wir besuchen jetzt erstmal das, oder machen erstmal hier noch. Weil Bambus gibt es richtig viel, Leute. Wirklich. 750 oder so gibt Bambus. Ist auf jeden Fall mehr als hier irgendwie was anderes. So. 2, 3. Und der Geldbaum müsste eigentlich auch mittlerweile fertig sein. So, schauen wir gleich alles nach. So, gib mal her den Bambus. Sehr schön. Du auch. Sehr gut. Die linke ist nicht gewachsen, ne? Oder ist sie gewachsen?
Könnte sein, dass sie gewachsen ist. Ich weiß es nicht mehr. So, hier auch. Bambussprosse, Pflanzen. Ah doch, ist gewachsen. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Du kannst auch dahin. Oh, du bist ja... Hey, wo ist denn der See? War hier nicht mal ein See? Ah ne, der ist weiter unten. Okay. Du bist der Geldstein. Das erkenne ich daran, weil hier kein Stein liegt. Och man, ich will keine Steine. Och man, will ich den Müll jetzt schon wieder aufsammeln? Eigentlich habe ich keine Lust, den Müll aufzusammeln. Sorry. Hier können wir auch noch schnell gießen. So. Na komm, die gießen wir auch noch schnell. Wäre ja gelacht. Haben nicht alles getroffen, ist mir jetzt aber eigentlich auch relativ wumpe. So, hier Fossil. Sehr gut. Dann bist du der Geldstein, wenn ja. Mach ich hier ein Dings, die Bums hin. Und dann gucken wir jetzt. Nee, da ist kein Geldstein, den lasse ich. Oh, die will was. Einen wunderschönen Morgen, Moritz. Tweety-weety. Ich habe jetzt alles zu Hause verstaut, also kann ich endlich meinen Nachbarn Hallo sagen. Ich bin echt froh, dass du mich an meinen ersten Tag willkommen geheißen hast. Oh, und bevor ich vergesse, es gibt einen Grund, warum ich dich angesprochen habe. Ich wollte dir ein Geschenk geben, weil wir so gute Nachbarn sind. Einfach um den Beginn einer hoffentlich lebenslangen Freundschaft zu feiern. Dankeschön. Ich habe kein Geschenk für dich. Ein Nageldeko-Set, wow. Das kann ich verkaufen, dankeschön. Tschüss. Wow. Oh, reden die jetzt miteinander? Ja. Oder? Nee. Nee, scheint nicht so. Okay, dann nicht. Schade. Schade, schade. Geldbaum. Ich habe gesehen, da hinten war das Ding. Hier ist der Geldbaum. Geht der Baum danach kaputt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier. 10.000? Hä? Ich habe doch 10.000 oder... Oder war das nur mein Tausender? Das könnte auch noch mein Tausender gewesen sein. Weiß ich jetzt aber nicht. Oder die werfen das nicht direkt am Anfang ab, sondern nach und nach. Oh, meine Pfirsiche. Oh mein Gott. Das gibt Kohle, Leute. Das gibt Kohle. Da kann ich meinen Kredit doch heute noch abbezahlen. Dreh dich mal. Hier ist der Geldstein. Perfekt. Perfekt. Geld, Geld, Geld. Alles mein Geld. Hab echt viel Geld mit mir, ey. Passt das überhaupt noch im Inventar? Ja, ne? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Viel sicher, ich komme gleich wieder. Ich möchte jetzt erstmal hier mal hier vorbeischauen. Guck mal, hier gibt's echt nichts Neues, ne? Nee. Oh, die Flagge können wir jetzt wahrscheinlich ändern. Ist auch cool. Ah, Moritz. Hallo, hallo. Herzlich willkommen in unserem heimeligen Service-Zelt. Ach, ich sag ja immer noch Zelt. Jetzt haben wir doch ein herrliches Gebäude und alles nur dank dir. Also, ich hatte es ja bereits in meiner Durchsage erwähnt, aber wir benötigen eine qualifizierte Kraft, die sich um ein neues Gebäude kümmert. Also hätten wir hier Melinda, die diese Aufgabe in ihren fähigen Händen nimmt. Dann bist du also Moritz, ja? Tom Nook hat mir schon viel von dir erzählt. Heute ist mein allererster Tag hier. Da werde ich sicher noch viel über meine neue Arbeit lernen müssen. Aber es gefällt mir schon richtig gut auf der Insel. Ich werde euch nicht enttäuschen, das verspreche ich. Schön gesagt, Melinda. Und ich? Melinda und ich werden uns die Arbeit aufteilen, damit es hier gleich noch besser läuft. Ich werde mich um alles kümmern, was in Richtung Bau, Eigenheim und generell Handwerkliches geht. Melinda ist derweil für dich da, wenn du Hilfe in puncto Inselleben, Betrieb und Organisation brauchst. Setz dich einfach an den richtigen Schalter, dann kommen wir gedüst. Wie eine ganze Flotte Dodo-Jets. Ach, und dank unserem tollen neuen System
bieten wir nun auch neue Leistungen an. Dann hätte ich da nur noch eine winzige Bitte an dich, falls es dir nichts ausmacht. Nimm doch mal an meinem Schalter Platz, wenn du ein Momentchen Zeit für mich hast. Unser Service Center ist jederzeit für dich und ganz Nimmerland da. Komm vorbei, wenn du magst. Okay. Als erstes nehme ich das hier mal mit. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Und ich würde ganz gern hier mal vorbeischauen. Weil es gibt ja hier sehr, sehr viele neue Sachen, oder? Gestern nicht verfügbar. Als wieder erhält jeder Kunde, der heute das Look-Portal nutzt, 500 Meilen. Oh, danke schön. Morgen so berechnet, als hätten sie das Look-Portal plus 7 Tage genutzt. Wir hoffen, dass sie auch weiterhin das Look... Okay, sehr nett. Sehr nett vom System hier. Dann gucken wir mal hier gleich rein. Sterni-Coupon. Okay. Taschentricks für Profis. Ja, können wir das noch weiter ausbauen? Gedenkstein, Kanaldecke, Trinkbrunnen, Wellenbrecher, Grundwasserbrunnen. Cool. Wow. Es gibt ja richtig viel, was wir jetzt machen können. Oh, Straßenlampen können wir endlich machen. Cool. Okay. Alter. Es gibt richtig viel. Ich möchte aber eigentlich nur dieses Wegeding haben. Godzilla. Schwimmbecken. Sehr cool auf jeden Fall. Hier unten haben wir nichts Neues. Okay. Okay, okay. Das ist schon cool. Vor allem, dass wir hier Taschentricks für Profis, damit unser Inventar noch größer ist. Und Sterncoupon ist interessant. Ja. Ich würde ganz gerne noch bei dem anderen Sachen Nook Shopping gucken. Ob es jetzt hier auch neue Wagen gibt. Nee. Also schon neu, aber nicht viel mehr als sonst auch. Okay, dann setzen wir uns mal zu Tom Nookchen. So. So, ja, dies ist der Bauberatungsschalter. Hier, ich berate. Lass mich rasch erklären, was genau du bei mir überhaupt so anstellen kannst. Neben meinen bewährten Leistungen stehe ich hier nämlich auch bei Fragen zum Thema Bauen zur Seite. Alles, was unser schönes Inselchen noch fescher, flotter und praktischer macht. Jawohl. Hier kannst du Brücken errichten, Aufgänge wie Treppen und Rampen bauen, sowie Gebautes versetzen. Als Vergnügen steigende Zusatzleistung berechnen wir dafür natürlich gewisse Gebühren. Wo du nun im Bilde bist. Sag doch mal, was kann ich für dich tun? Ich brauche deinen Rat. Hoppla, dann mal frisch ans Werk. Die Arbeit geht los. Eine meiner liebsten Fragen ist, ja übrigens, was soll ich tun, weißt du? Guter Rat ist bei mir nämlich nicht teuer, sondern fürsorglich im Vorfeld ins Paket mit eingepreist. Also, willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Ich würde... Infrastruktur, zeig mal her. Lass uns reden. Wir können über verschiedene Dinge sprechen. Brücken und Aufgänge. Nanu, mehr Infos gefällig zu Brücken und Aufgängen? Da helfe ich doch gerne und wundervolles Timing. Wieso? Na, dank unserem freshen neuen Center können wir nun einen sagenhaften neuen Service anbieten. Unsere werte Kundschaft kann nun größere Strukturen auf der Insel bauen. Brücken, Aufgänge, juhu. So ein Bauprojektchen geht natürlich nicht zu bescheiden ins Geld, versteht sich. Doch da hilft die Gemeinschaft. Es kann nämlich jeder spenden, um Projekte zu helfen. Und deshalb kann man solche Sachen durchaus konkret planen, ohne gleich Sterne-Millionär zu sein. Wohlgemerkt, es kann sich stets nur je eine Brücke sowie einen Aufgang aktuell in Planung befinden. Stets nur je eine... Achso. Daher überleg dir brav, was wohin soll und sprich mich dann einfach an, okay? Gut, dann sag doch mal, worüber du mit mir sprechen willst. Aufgang. Nanu, interessiert sich Aufgänge? Ja, Treppen. Dann wirf doch mal einen Blick in den Katalog. Die Treppe soll halt Richtung hoch, deswegen Holz wäre eigentlich schon die beste Wahl. Oder sowas. Das wäre auch am preiswertesten tatsächlich, weil das hier knallt mir zu sehr in den Vordergang. Und Steintreppe fände ich eigentlich auch noch in Ordnung, aber da oben kein Stein ist. Weiß ich nicht, wie das so ist, deswegen würde ich eigentlich den Hangpfad nehmen. Oder ist der blöd? Oder soll ich echt sowas hier nehmen? Aber ich finde das eigentlich schon schöner.
Ich nehme Hangfahrt, Leute. Ist zwar das Preiswerteste, aber es sieht auch irgendwie am besten aus, finde ich. Hier, ein Aufgangplanungskit für dich. Ich tue es dir in die Tasche und du markierst damit die Baustelle, ja? Ja, okay. Ja, okay, ja, erzähl mal weiter. Okay, super. Was machst du? Huch, Moritz, du bist ja wirklich super schnell hier. An diesem Schalter helfe ich dir bei allgemeinen Fragen und bei Problemen mit anderen Bewohnern. Die Kleinigkeiten besprechen wir bei Bedarf, ja? Kein Grund, einfach so direkt in den Vollen zu steigen. Aber wo du gerade da bist, sag doch mal, hast du im Moment denn irgendwas auf dem Herzen? Und ob? Ah, ich bin ja so aufgeregt, mein allererster Auftrag. Oh, Schluck. Oh je, das war jetzt leicht unprofessionell, oder? Wie kann ich dir heute helfen? Ah, cool, hier können wir die Sache machen. Okay, eine Bewohnersache. Ich will Pamela raus haben. Was genau hast du auf dem Herzen? Ich finde ja, dass ich mittels Kommunikation, aber wenn dir einer auf den Piss geht, dann sollte er auch schon weg, ne? Unternimm etwas. Welcher unserer Bewohner macht dir denn Kummer? Pamela. Und was genau stört dich an Pamela? Der Kleidungsstil. Huch! Das geht natürlich nicht, dass sich Pamela unangemessen anzieht. Soll ich mal mit Pamela reden, um sie bitten, ihr Verhalten zu ändern? Ja, bitte. Alles klar, dann werde ich mich mal mit Pamela über ihr Modegeschmack unterhalten. Keine Sorge, ich bekomme sie schon noch dazu, ihnen irgendwas Gefälliges zu schlüpfen. Bitte gib mir Bescheid. Mann, ich wollte, dass sie rausfliegt. Mann, schade. Hätte vielleicht geklappt, ey. Mann, das ärgert mich jetzt hier. Schade, Schokolade. Achso, wir könnten eigentlich unser Haus mal eben abbezahlen. Das habe ich jetzt gar nicht hier gemacht. Das können wir mal eben machen. Das können wir mal eben machen. So, hier. Willkommen bei Nook Portal. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Bankautomat. Achso, es wäre doch mehr als gedacht. Okay. Dann nur einzahlen. Hier, bitteschön. Fehlen noch circa 50. 50.000. Die müssen wir vielleicht gleich mit der nächsten Ernte tatsächlich haben. Dann machen wir das gleich auch hier im Part. Jetzt gehen wir erstmal hier den Aufgang platzieren. Das Gute ist, das Museum können wir tatsächlich dann irgendwie umstellen. Am liebsten hätte ich den Stadtplatz eigentlich hier oben. Aber man kann nicht alles haben. So, ich würde den Aufgang eigentlich hier irgendwie hier so machen. Was war hier nochmal? Ach, dieses Nagelset, ne? Hä, habe ich dieses. Ah, da. Hier errichten. Okay. Hier hinter können wir es wahrscheinlich nicht machen. Ja, hier können wir es nicht machen. Okay. Zu zerklüfft, ey. Ja, was soll ich denn machen? Das ist hier alles zerklüfft. Am liebsten würde ich es ja hier irgendwo haben. Geh mal weg hier. Hier. Hier herrichten. So. Ach, Mann. Mann. Es geht bestimmt hier, oder? Alter, das ist echt ein bisschen nervig tatsächlich. Junge, Junge. Hey, wo kann ich das denn hinmachen? Wenn ich hier. Das ist doch hier Verarsche, oder? Ich kann es hier nirgendwo hinmachen. Was ist das denn? Das ist so verklüfft. Junge, nerv mich nicht. Mal sehen. Das sieht doch so scheiße aus, oder nicht? Ah, obwohl, geht eigentlich tatsächlich. Eigentlich geht's. Ja, okay. Machen wir dahin. Es geht. Es geht tatsächlich wirklich klar. So, im Notfall müssen wir es verschieben. Och, jetzt nervt der Typ wieder. Hallo Moritz, Tom Nook hier. Ja. Hast du eine gute Stelle? Ja.
Wunderbar, dann wird in Ort bla bla bla, Venida bla bla bla. Ja. Genau. Ich habe nur gerade kein Geld mehr, deswegen nein. So. Okay, das hätten wir gemacht. Wir können mal hier. Oh, keine Nookmeile. Oh, schade. Ich hätte gerne ein größeres Inventar. Ein größeres Inventar. So. Dann können wir. Den Geldbaum hatten wir heute schon, ne? Ich meine schon. Ja, der ist sogar weg. Oder war der weiter links? Nee, der war da, glaube ich. Egal. Dann können wir jetzt eigentlich noch Pfirsiche ernten. Boah, der ganze Wald ist voll, ne? Warte, da schmeiße ich mal eben alles raus. Ablegen. Ablegen. Ah, das kann auch mal eben raus. Der Platz müsste jetzt eigentlich reichen. Ausrüsten. Ja, dann geht's hier los. Baum nach Baum. Haben wir heute auch schon wieder viel geschafft, finde ich. Ist einfach super. Ich möchte aber immer noch diese Wege-Funktion haben. Mann, das ärgert mich immer noch, dass es die noch nicht gibt. Oh, Fossil, dankeschön. So. Soll ich erst an alle Bäume röte? Nee, ne? Ich mach so. So. Oh Gott, das dauert doch ewig hier. Ganzen Pfirsichwald hier abzuernten. Von mir aus kann beim Pfirsichwald auch Unkraut wachsen. Ich find's irgendwie schöner, wenn jetzt hier auch Unkraut wachsen würde. Nur der sollte nicht allzu sehr stören. So. Okay. Oh, das ist hier echt, wirklich, das ist hier wieder Arbeit. Ah ja, wir können gleich mal die Insel besuchen, dass wir einen neuen Bewohner an Land bekommen. Ich weiß nur noch nicht, wo ich den hinplatzieren werde. Weil ich ja noch keine Funktionen bekommen habe, dass ich hier irgendwas ändern kann. Finde ich sehr, sehr schade. Wirklich. Hätte gerne Wege schon gemacht. Freunde, ich weiß auch gar nicht, wie lange wir schon dieses Spiel hier spielen. Aufnahmemäßig so circa 7 Stunden. Hier, ich habe ja auch noch privat richtig viel gezockt. Bin bestimmt schon so bei über 24 Stunden. Für eine Woche? Das ist schon viel, glaube ich. Ich bin gespannt. Sehen wir ja am Montag, glaube ich, wie viele Stunden wir schon das Spiel gespielt haben. So. Nimm das hier mal alles auf. So. Inventar ist noch gut voll. Wollte eigentlich leer sagen, aber es ist gar nicht mehr so leer, wie erhofft. Oh, ist das hier viel Arbeit, ey. Das überlege ich mir aber hier nochmal alles zu ernten. Brauche ich ja hier ein Ernte Team. Bewohner, könnt ihr das nicht ernten und dafür spendet ihr alles einfach? Das fände ich ganz cool. War mich voll? Ich habe noch 4. Okay. 8. Oh, dann sind es hier nur noch 2. 2. 5. Dann schon wieder 8. Habe ich irgendwie eine Pfirsich gegessen oder wieso? Fehlt mir eine. Achso, nee, weil 10. Ups, es können immer 10 gestapelt werden. Oh, habe ich falsch gerechnet. Naja, macht nichts. Macht nichts. Egal. Habe ich in den letzten Parts gar nicht gesagt, ne? Egal. Dann wiederhole ich es hier. Egal. Ach, Mann. Egal. Ich habe mir das Lied immer noch nicht angehört.
Es tut mir leid, Leute, dass ich mir das Lied nicht angehört habe. Aber, ja. Ich weiß nicht. Ist es ein Schlager? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Boah, hier ist richtig viel noch. Oh mein Gott. Leute, da sitzen wir hier noch 20 Minuten dran. So, wie viel Platz habe ich noch? Okay, für 9 Stück habe ich tatsächlich noch Platz. Das wären 3. Ja, ich kann zählen. 4, 5, 6 und 7, 8, 9. So, dann rüsten wir mal meinen Stab aus. Das hört sich auch falsch an. Ich rüste meinen Stab. Oh Gott, hier sind richtig viele noch. Leute, das gibt Taler. Das gibt Talerschirn. Oh, Tom Nook, Nepp und Schlepp, ich komme. Ich komme, hi. So, willkommen, Moritz. Was können wir für dich tun? Ich will was verkaufen, Nepp. Was möchtest du denn verkaufen? Ja, ich habe so ein paar Pfirsiche gefarmt, gesammelt. Und ich hätte sogar noch einen Pfirsichbaum fällen können. Die wollte ich ja behalten. Nageldeko, Fass und Strohbett können weg. Oh, da ist ja einiges zusammen. 56.000. Oh, nice. Dankeschön. Dankeschön. Ich komme gleich wieder, ja? Da bringe ich euch noch mehr Pfirsiche. Die mögt ihr ja so gerne. Ne? Na ja. Ich weiß, was meine Waschbärchen wollen. Ich weiß, was gut für euch ist. Und ihr wisst es auch. So, hier rüber und dann können wir direkt wieder weiter farmen. Farmen, ich bin ein Obstbauer. Ich esse gerne Pfirsiche. Denn sie sind nicht nur lecker, sondern auch saftig. Saftige Pfirsiche, die sind fürs Überleben gut. Denn dann hast du Trinken. Und Fluchtfleisch. Lecker, lecker, schmecker. Okay, eine Apokalypse würde ich für sicher anbauen. Dann muss ich mir keine Sorgen machen um. Obwohl. Was ist denn im Winter? Okay, vielleicht würde ich mir Sorgen machen im Winter. Oder ich suche mal einfach einen warmen Ort aus, wo es immer warm ist. Afrika zum Beispiel. Zum Beispiel. So. Da, wo die dann auch die ganze Zeit wachsen können. So, Pfirsiche. Haben wir gleich auf jeden Fall durch. Zack, 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 geht das hier. Und dann gucken wir mal. Da, da-dum-da-dum. Es sind noch so viele Pfirsiche hier. Das ist ja beängstigend. Nächstes Mal mache ich das offscreen, weil das schon sehr, sehr lange dauert. Ja. Das merke ich mir so auf jeden Fall. Und ich will die Wege-App. Mann, wann bekommt man die? Und wann eröffnet mein Nepp seinen neuen Na Laden, ey? Das nervt mich ja hier alles. Das nervt mich ja alles. Und ich habe auch gesehen, manche haben so Kirschbäume, ja? Also Kirschenblüten. Und wieso habe ich die nicht? Ich habe da auch Frühling. Mann, 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 Mann. Verstehe ich nicht, wo hier unterschieden wird. Oder ist das Herbst, an die blühen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Weil draußen hinterm Haus haben wir auch so einen Kirschbaum und der blüht auch sehr schön. Sakura heißt der Baum, glaube ich, hier. Sind keine Kirschen an, sondern einfach nur die Blüten. Schöne Blüten. Wie sieht's aus? Oh, haben wir ja noch Platz genug. Platz genug für euch Pfirsich hier. So, haben wir gleich auch geschafft. Perfekt. Sehr gut. Wirklich gut. Excellent. Excellent. So, den Berg, auf dem Berg hätte ich halt gerne das Museum. Später. Denn ich habe da schon irgendwas Cooles vor. Hab da schon was Cooles vor.
So. Dann hier haben wir noch ein paar Dinger. Habe ich eingesammelt? Ich habe keine Ahnung. Wie sieht's aus? 10, 10, 10, 10. Perfekt. Ja, sehr gut. Haben wir alle. Haben wir alle gemacht. Und hopp. So, dann gehe ich mal kurz hier gucken. Und springe hier rüber. Oh, Geschenk. Das können wir wahrscheinlich auch verkaufen. Peng. Gib mal her, das Geschenk hier. Was ist drin? Es ist ein Rezept Bambus-Waldtapete. Ich weiß jetzt, wie man eine Bambus-Waldtapete erstellt. Können wir uns mal eben anschauen. So sieht sie aus. Sehr schön. Ja. Hallo, Nook. Nepp und Schlepp mal wieder. Oh, mal eben was trinken. Ach, lecker, lecker. Ich würde sagen, der Kirschtee, der schmeckt echt lecker. Das ist, glaube ich, der leckerste Tee, den ich jemals getrunken habe. Hier ein paar Pfirsiche. Ich weiß, ihr freut euch immer wirklich drüber. Ich freue mich auch drüber, wenn ich euch die geben kann. Ne? 30.000, 50.000 kriege ich sogar. Dankeschön. 106.000, das heißt, wir können unseren Kredit gleich abbezahlen. Das ist sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Den Aufgang können wir zwar jetzt noch nicht bezahlen, aber... Oh, ist ja egal, ne? Ist egal. Nein, egal. Sage ich jetzt nicht. Sondern ich singe es. Habe ich euch hier bewässert? Ja, habe ich. Gut. Gut, 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 gut. So. Muss mich mal anders hier hinsetzen. Beziehungsweise hinlegen. Tumlukschirn. Ach ne, wir müssen es ja hier bezahlen. Stimmt. Bitte wählen Sie einen folgenden Service aus. Bankautomat. Auszahlung. Alles. Okay. Kreditzahlung. Alles. 50.000 habe ich dann noch. Okay, ist in Ordnung. Ja! Yeah! Hurra, damit ist mein Haus abbezahlt. Oh, Melinda freut sich auch. Das ist sehr, sehr schön. Bankautomat zahle ich mal wieder alles ein. Ne? Weil irgendwann kriege ich vielleicht mal hier ein paar Zinsen raus. Vielen Dank und Wiedersehen. So, hallo Herr Nook. So. Was? Oh nein, Kundschaft. Da muss ich jetzt aber ganz schnell los. Oh, hallo Moritz. Danke für die sorgsame Tilgung deines Kredits. Ja, ich muss einfach fragen, hängt die Abbezahlung vielleicht mit einem Erweiterungswunsch zusammen? Dann habe ich gute Nachrichten. Es wäre kein Problem, dafür einen weiteren Kredit aufzunehmen. Sag mir Bescheid, wenn du mehr möchtest. Ja, möchte ich auch. So, willkommen bei der Bauberatung. Was liegt Ihnen am Herzen? Die Eigenheimberatung. Du möchtest also etwas wegen deinem Hauses besprechen? Okay, ich helfe dir. So, lass mich wissen, ja? Ich will anbauen. Ich kann auch umziehen. Das ist auch cool. Das können wir vielleicht nächstes Mal machen. 548.000, okay, von mir aus. Nee, ich möchte eigentlich meine Farbe behalten. Fand Lila ganz schön. Lila. Gut, dann wird er doch Lila. Supi. Wir könnten die Einweihung noch eben feiern. Einweihung feiern. Ah, oh, du willst mitfeiern, Moritz? Ja, hab ich. Klasse, lass uns anfangen. Super. Super, super. Alle meine Bewohner. Und Pamela. Also dann... Das Service Center wurde nun fertiggestellt und das wollen wir heute gemeinsam feiern. Ja. Danke, vielen Dank. Nimmerland entwickelt sich prächtig. Und das ist euch allen zu verdanken. Ich muss gestehen, ich dachte zeitweilig, unser kleines Service Center würde stets bloß ein Zelt bleiben. Doch nun, seht euch an, was für eine tolle Einrichtung zum Wohle aller Einwohner daraus geworden ist. Erneut möchte ich allen danken, die uns bei diesen geholfen haben.
Melinda, möchtest du auch ein paar Worte sagen? Es freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, mich bei euch allen zu bedanken. Wie ihr bereits gehört habt, mein Name ist Melinda. Ich bin erst vor kurzem hierher gezogen und ich muss noch einiges lernen. Aber, ich bin da, um euch zu unterstützen. Vielen Dank. Ja, ganz recht. Inselsprecher Moritz, was sagst du? Wir sind spitze. Wuhu. Ja, bla bla bla. Wir machen ein Foto. Wieder. Und hurra! Bang! Sehr gut. Sehr, sehr schön. Die freuen sich alle. Ich freue mich auch. Damit ist die Feier beendet und wir können Richtung Insel aufbrechen. Oh, oder doch nicht. Oh. Warte, so jetzt. Wurdest du schon mal so überrumpelt, dass dir die Spucke wegblieb und du kein Nein ausgehen konntest? Ich habe eine Emotion für dich, mit der auch der unterbelichteste Geselle. Wow. Niet, niet, nein, nein. Noch ablehner geht's nicht. Ab und zu muss man halt auch mal eine klare Ansage machen. Okay. Ablehnung. Nein, nein. Okay, die probieren wir direkt aus. Nein, nein. So. Nein, nein. Oh nein. Als ob Jesse auch so ein Fitness-Heini ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Ich muss von der Insel runter. Leute, das geht so gar nicht. Hier, ne? Ja, hier. Ich lagere hier mal eben meine Sachen alle, die ich nicht brauche. Zum Beispiel das Fossil ablegen. Zum Beispiel die Bauchdinger. Das Meilen-Ticket brauche ich. Fossil können wir auch ablegen. Äste können wir ablegen. 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 Und ablegen. Angel können wir mitnehmen. Wer weiß, wer weiß. Oh, ich bin gespannt. Ich hoffe, wir kriegen richtig einen coolen Bewohner. Das würde mich sehr freuen. Das würde mich sehr freuen. Den Campingplatz konnten wir nicht bauen, ne? Habe ich nicht gesehen unter den Optionen. Hey, hey, willkommen am Flughafen. Womit kann ich dir helfen? Ich möchte fliegen. Roger, du scheinst übrigens ja auch über mein Ticket. Sag Bescheid, wenn du das einlösen willst. Für die Unterlagen musst du dich wissen, wohin du möchtest. Mein Ticket. Okay. Auf geht's. Ab in die Luft mit dir. Und es regnet heute wieder nicht. Toll. Ich glaube, den Kirschtee, den gab es damals in meinem Kindergarten. Da mochte ich den aber nicht. Aber irgendwie kommt der Geschmack mir sehr, sehr bekannt vor. Regnet es? Bitte. Natürlich nicht. Ach man, aber hier könnte jetzt wahrscheinlich ein neuer Bewohner sein. Ich sehe noch nichts. Wir gehen auch langsam vor. Die Insel ist auf jeden Fall sehr schön. Wir haben leider Kirschen erwischt. Och nee, hier ist echt kein Bewohner, oder was? Ach man. Wozu gibt uns denn dann Tom Nook überhaupt das Ticket, wenn hier eh kein Bewohner ist? Jetzt bin ich richtig enttäuscht. Wirklich. Ich dachte, hier wäre ein Bewohner. Man. Ist echt keiner, auch nicht am Strand? Ich gucke jetzt ganz genau. Aber hier ist auch kein Lagerfeuer. Deshalb kann ja auch keiner sein. Mir ist auch egal, ob die Blumen hier kaputt gehen. Denn ich bin in Rage. In Rage. Wir können da gleich natürlich noch gucken. Aber hier ist nichts. Oben auf der Insel ist, glaube ich, auch nichts. Denn da versteckt sich jemand hinterm Baum. Aber hier ist wirklich nichts. Das ist ja echt traurig. Wow, ich bin richtig enttäuscht. Toll. Ne, hier will ich nicht bleiben, Leute. Das ist wirklich enttäuschend. Mann. Das ist echt enttäuschend. Mann, ich dachte, hier wäre was.
Ich wurde reingelegt vom Spiel. Jetzt habe ich mein Meilenticket verschwendet. Ach man, wir können uns mal das Sternticket anschauen. Mal gucken, was das macht. Sternenticket. Wo bist denn du? Ah, hier. Oh, sorry für den Rülpser. Supi, 1000 Sterni. Ich pack den einfach rein, weil ich habe gerade kein Geld mit. Bitteschön. So. Ja, ich bin echt ein bisschen traurig. Und wie kommt die Dame hier runter? Wenn die auf dem Berg wohnt. Fragen über Fragen. So, Nook-Portal, bitte wählen Sie den Service ein. Nook-Meilen. Ich würde gern wissen, was das ist. Sterni-Coupon. Sterni-Coupon wird gedruckt. Was kann ich mit dem machen? Nooks Laden vor, um ihn einzulösen. Oh. Okay. Ja, wir gucken mal eben. Ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal für die Taschentricks sparen. Ich meine, die Rezepte sind ja auch sehr, sehr schön. Aber hier ist nichts wirklich bei, was ich gern bauen würde. Oder kann Tom Nook vielleicht irgendwas? Ich guck noch mal, was Tom Nook hier macht. Wir gucken noch mal. Ah, Moritz. Hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du am Herzen? Kredit haben wir schon. Infrastruktur. Mal, wir können nur Brücken und Aufgänge machen. Okay, schade. Position ändern. Oh, ein kleiner Applaus über die Struktur der Gestaltung unserer Insel. Wie? Zumal? Also, Okay. Ja, jeden Sterni umdrehen. Ja, habe ich. Oh, und was genau hättest du da im Sinn? Das Museum umplatzieren. Museum. Ui, das Museum, das ließe sich einrichten. Für 50.000. Ja, bitte. Jawohl, jawohl. Ganz vorzüglich, dann will ich mal rasch. Na, sowas, da fehlen dir aber die nötigen Sternis, Moritz. Du bist nicht liquide. Also für einen feuchten Pfotendruck arbeite ich hier leider keine. Pardon. Okay, Leute. Wir lösen mal eben noch den Coupon hier ein. Und dann war es das auch mit diesem Part. Der ist wieder etwas länger geworden. Ja, weil wir auch mal wieder zumindest etwas zu tun hatten. Und zwar die Pfirsiche ernten. Mann, wieso können wir noch keine Wege machen? Das ärgert mich noch. Ich will doch nur Wege machen. Lieber Gott, bitte. Herzlich willkommen. Hallo. Was können wir heute für dich tun? Ich hätte einen Sternkupon. Hier. Bitteschön. Oh, ein Sterni-Coupon. Dafür können wir dir 3000? What? Ein Sterni-Coupon gibt dir 3000? Das heißt, ich müsste eigentlich nie wieder hier Bäume ernten. 3000 für 500? Alter Schwede, das ist ja gar nichts. Also die 500 ist ja gar nichts für 3000. Oh mein Gott. Okay, dann können wir hier schon mal ein bisschen spenden. Ja. Ja, klar. Hier, bitteschön. Kriegst du 3000. Ja, aber ja. So, das müsste auch eine Medaille wert sein, oder? Nein? Okay. Dann nicht. Akisa ist da. Wir können noch eben die Kokosnüsse hier ernten. Haben wir schon das Rezept bekommen? Was täglich am Strand liegt? Müssen wir gleich mal gucken. Müssen wir mal schauen.
Hallo Assisa, Assisaschen, das nehme ich hier alles mal mit. Den Sprungstab. So, dann springen wir hier rüber. Hopp. Top, die Wette gilt. Hier waren wir schon, stimmt. Ich kann mich erinnern. Eine Muschel noch. Noch mehr Muscheln. So. Ah, hier haben wir das Rezept. Perfekt. Dann öffnen wir das mal. Von Hauke. Ein Fass. Haben wir doch schon. Toll, danke. Dankeschön. Danke für das coole Rezept. Den Müll lasse ich da mal liegen. Okay, da war Pamela, die ärgern wir jetzt natürlich, damit die aus der Stadt zieht. Ich habe nämlich keinen Bock mehr auf die. Weiche von mir, auch wenn du mir ein Emote geschenkt hast. Ich hätte lieber von den anderen Bewohnern einen Emote. Bam. Tut, nochmal. Autsch! Bist du noch ganz knusper? Du kannst doch nicht einfach so auf mich eindreschen. Es reicht, wenn du weißt, was gut für dich ist, verkrümelt sich jetzt am besten, Heckmeck. Schwier ab, Gänseblümchen, ich hab keinen Bock auf dich. Ach man, ich wollte dich weiterschlagen. Warte, so geht's. Lausche auf, so wirst du mich nie im Leben beeindrucken. Hihihi. Bist du auf Ärger aus? Pass auf, mit wem du dich anlegst. Irgendwann wird wer zurückhauen, Heckmeck. Alle guten Dinge sind fünf, glaube ich, ne? Okay, es reicht. Die wiederholt sich. Perfekt. So, jetzt zieh bitte aus meiner Stadt aus, Pamela. Danke. Ja, und was machst du hier? Hey, wie läuft's, Fieb? Ich wollte mit dir reden. Ich kann schon voll gut posieren. Ha-cha, für den zukünftigen Popstar ist das unerlässlich. Ja, alles klar. Willst du nochmal reden mit mir? Lass uns quatschen. Hier zerreißen sich alle im Mund darüber, dass du gestern Fossilien ausgebuddelt hast, Fieb. Hast du die Eugen schon gezeigt? Voll krass, was man hier so auf dem Boden. Ja, sehr schön. Okay, Leute. Das war's dann mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht, dass wir noch nicht die Wegefunktion bekommen. Das finde ich blöd. Ist auch blöd. Weil so kann ich hier nicht wirklich meine Stadt bauen. Vor allem dann noch die Enttäuschung, dass das mein Ticket hier nichts mehr bringt, weil man irgendwie keine Bewohner mehr kriegt. Und Campingplatz kann ich auch noch nicht bauen. Deshalb würde ich sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Ich weiß nicht, ob morgen irgendwas passieren wird. Ich nehme auf jeden Fall auf und danach entscheide ich im Nachhinein, ob ich es dann hochlade oder nicht. Sonst mache ich halt Screenshots. Ja. Ne? Also falls morgen irgendwas passieren sollte hier in der Stadt, dann werde ich es auf jeden Fall aufnehmen. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.